Hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Es ist immer noch der 10. Februar und soeben ging die Pressekonferenz in Berlin zu Ende. Ich habe euch äh, versprochen, dass ich noch mal ganz kurz zu euch komme und es zusammenfasse. Und das machen wir jetzt einfach in äh, knackiger Manier. Keine Überraschung mehr für uns, der Lockdown wird verlängert nicht bis zum 14. März, wie ähm, heute mal ursprünglich geplant war. Sie haben sich auf den 7. März geeinigt, also Lockdown verlängert bis zum 7. März. Erste Öffnungsschritte sind äh, angekündigt und zwar die Friseure dürfen ab dem 1. März öffnen mit natürlich dem entsprechenden Hygienekonzept. Ob es wie in Österreich ist, dass man einen negativen PCR-Test braucht, um einen Termin zu bekommen. Davon war heute überhaupt nicht die Sprache, also scheint so, wie wenn das bei uns hier nicht der Fall ist. Schule und Kitas dürfen auch öffnen und äh, das ist aber ab sofort Ländersache oder es war schon immer Ländersache, aber die Frau Merkel hat sich da heute wahrscheinlich nicht durchsetzen können, denn zum Beispiel in Berlin machen die Schulen und Kitas schon am 22. Februar auf. Der Herr Söder hat anklingen lassen, dass in Bayern natürlich da den vorsichtigeren Weg geht und äh, das war auch klar. In der Schule natürlich Abstand, Maskenpflicht und äh, Lüftung, wie das halt vorher auch war. Und äh, ganz wichtig, es soll auch erstmal stufenweise eröffnet werden und mit Wechselunterricht. Und äh, die Teststrategie, die ist auch ganz wichtig in den Schulen. Und äh, da sage ich euch noch eines: ähm, Wir haben das von letztem Jahr noch in Erinnerung, als an den Schulen die Tests. Die mobilen Testteams vorgefahren sind und 300 Schüler durchgetestet hat und ähm, wie es dann mit den Zahlen ausgeschaut hat. Denn die sind nämlich wichtig, denn erst wenn die 7-Tage-Inzidenz stabil unter oder an bei 35 liegt, dann gibt es weitere Öffnungen. Und da hat die Reporterin, die Frau Merkel, gefragt, was versteht sie denn unter einer stabilen Inzidenz von 35? Also, Aussage Frau Merkel, die Inzidenz von 35 muss mindestens drei bis fünf Tage stabil sein und dann kann man weitere Öffnungen vornehmen. Die weiteren Öffnungen sind dann der Einzelhandel mit der 20 Quadratmeter Regel, natürlich eine, eine Person äh, auf 20 Quadratmeter und Hygienekonzept wie gewohnt, dann äh, die Gastronomie äh, eventuell und natürlich auch äh, die körpernahen Dienstleistungen. Das aber alles erst ab einer stabilen Inzidenz von 35. Wie das bis dahin ausschaut nach dem 7. März, da sind wir mal gespannt. Am 3. März treffen sie sich wieder und ähm, ihr wisst es, also ich bin da sehr vorsichtig, weil mit den Testen von den Schülerinnen Schülern und in der Kita und den ganzen Lehrkräften, dann ähm, wird es vielleicht eventuell eher schwer mit dem 35er-Wert und zwar dem stabilen, aber rein spekulativ lassen wir uns überraschen und äh, ja, mehr war es gar nicht. Also von daher bleibt mir entspannt. Das war es zusammengefasst für euch. Ich denke, damit ähm, ist es auch okay für heute. Jetzt äh, genießen wir noch ein bisschen den Abend, trinken ein Gläschen Wein und dann sehen wir uns morgen wieder, gewohnt natürlich mit den Fallzahlen und den News aus der Politik. Und ich glaube, da haben wir morgen viel Gesprächsstoff. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen, guten, einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.